Oh, ja, es geht schon. Geht schon weiter. Ja, es ist gut, eine Brille zu haben. man kann da wirklich besser sehen. Nun, ja, wir brauchen innere Augen, um richtig zu sehen. Um zu sehen, wie Gott die Dinge sieht. Und natürlich, ihm können wir nichts vormachen. Auch wenn wir Menschen das immer wieder versuchen, Gott zu täuschen oder einander zu täuschen. Nun, das mag zwar gelingen, einander zu täuschen, aber Gott werden wir nicht täuschen. Und so musste auch der Herr damals, als der Prophet Hosea diesen heutigen Losungstext gesprochen hat, musste der Herr hart ins Gericht gehen mit seinem Volk. Und da sagt er Folgendes. Und zwar ist dieses Wort gerichtet an die Priester und den Götzendienst Israels. Und da sagt er, höret, ihr Israeliten, höret des Herrn Wort. Der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Soweit der Text, aber ich glaube, der nächste Vers wäre auch ganz wichtig. Sondern was gibt's? Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen. Und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Das ist eine ziemlich schlechte Diagnose, die hier der Prophet stellt, wenn er über die Situation der Priester und des Volkes Gottes spricht. Und es klingt so, als ob er von der heutigen Zeit auch spricht eigentlich, ja. Denn an vielerorts könnte man das eins zu eins übernehmen, was hier der Prophet Hosea vor Jahrhunderten gesagt hat, vor Jahrtausenden schon. Nun, die Frage ist natürlich, fühlt man sich da betroffen? Meint er mich? Nun, die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, nein, das gilt nicht für mich. Also ich gehöre sicher nicht zu denen, die hier aufgelistet sind. Aber ich denke, wenn der Herr uns unser Herz durchleuchtet durch seinen Heiligen Geist, dass da so manches hervorkommt, dass alles andere als schön und würdig und zur Verherrlichung unseres Herrn dienen würde. Da kann man nur eins machen, wenn das passiert. Wenn der Herr Sünde aufzeigt, dann ist es auch mit dem Grund, vor allem im Leben eines seiner Kinder, damit sie Buße tun, damit sie umkehren und Vergebung bekommen und wirklich wieder ein Leben führen, das zur Verherrlichung Gottes dient. Möchtest du so ein Leben leben? Dann bitte den Herrn, dir zu zeigen, was vielleicht in deinem Leben nicht in Ordnung ist, was geklärt und geordnet werden muss, soll und darf. Er wird da ganz, ganz sicherlich behilflich sein durch seinen Geist. Ja, im Lehrtext haben wir eine Stelle aus Jakobus im ersten Kapitel. Und da stellt er sich vor, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, seid gegrüßt. Und dann sagt er, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt,
so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Soweit auch der Lehrtext aus dem Neuen Testament, der uns auch einiges lehrt und beibringt. Ja? Zum Beispiel, dass es Anfechtung gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass es Nöte gibt, auch im Leben eines Christen. Und manches Mal nicht zu wenig. Aber wir haben auch eine Lösung dafür. Wir dürfen und können und sollen zum Herrn damit kommen. Und um Vergebung und auch um Weisheit zu bitten. Da, wo es nötig ist, gut und richtige Entscheidungen zu treffen, die wir bestimmt nicht immer so treffen, wie es sein könnte, hätten wir diese Weisheit. Also, die Lösung ist, zum Herrn zu gehen und um Weisheit bitten, die guten und richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen jetzt in deinem Leben anliegen, vor denen du stehst, aber ich weiß eins, du kannst und darfst zum Herrn damit kommen und ihn bitten um Weisheit, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wir treffen ja jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen und da, ich glaube, die meisten Entscheidungen, die wir treffen, da verschwenden wir gar keinen Gedanken daran, den Herrn zu befragen, weil wir denken, dass es die richtigen Entscheidungen sind. Oder wir denken unbewusst, ja, da brauchen wir den Herrn nicht dazu. Aber das kann auch manches Mal dann wirklich zu Fehlentscheidungen führen. Ob das jetzt in Bezug auf eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft, einen Beruf oder irgendetwas, was wirklich gravierend ist. Da kann es sein, dass wir da wirklich die falschen Entscheidungen treffen. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Und die können sehr vielschichtig und langfristig sein. Darum, wem Weisheit mangelt, der gehe zum Herrn. Bitte darum, er wird sie dir geben. Das sagt uns sein Wort. Also, für heute wieder einen schönen Tag. Gut, dass du dir wieder Zeit genommen hast, hier zu sein. Ich freue mich auch immer wieder um Rückmeldungen. Wenn Leute dazu bereit sind, kann man sicherlich machen, indem man eine Rückmeldung macht, entweder auf YouTube oder per E-Mail. Auch das ist eine Möglichkeit, wer diese Möglichkeit nutzen möchte. Nun für heute wieder einen schönen und erfüllten Schabbat. Okay, Servus.